Rätsel lösen begeistert die Menschheit ja schon seit Ewigkeiten. Und jetzt können Sie selbst sogar Teil eines Rätsels werden. Secret Escape Game heißt dieser Trend, bei dem Sie sich in einen Raum einschließen lassen und dann begrenzt Zeit haben, sich wieder zu befreien. In Hamburg gibt es bereits 7 Anbieter solcher Spiele. Und meine Kollegen Björn Winter und Bastian Pülz wollten auch mal Detektiv sein und haben sich einen ganz besonders pikanten Fall ausgesucht. Die Nachbildung eines Rotlichtetablissements im Hamburg der 20er Jahre. Spielfeld für ein sogenanntes Secret Escape Game. In diesem Edelbordell wurde die Prostituierte Rosi ermordet und unsere Aufgabe ist es heute, den Mord aufzuklären. Ja, und Rieke Musti organisiert das Ganze. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Genau, ihr müsst hier in einer Stunde herausfinden, wer Rosi womit ermordet hat. Gleichzeitig müsst ihr euch aus diesem Raum befreien. Und sucht tatsächlich einen Schlüssel dafür, um quasi die Tür, die wir gleich abschließen, wieder zu öffnen. Ihr müsst auf dem Weg dahin ganz viele Rätsel lösen. Ihr müsst Codes knacken, Schlösser öffnen, Schlüssel finden, ganz viel kombinieren und ganz viel suchen. Wo wir anfangen sollen, wissen wir nicht. Die Hinweise können überall in Rosis Zimmer versteckt sein. Oh, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ja? Also sie hat quasi Musik gehört und hat dann irgendwie einen Schlüssel hier abgelegt. Aber in welches Schloss er passt, bleibt ein Rätsel. Vielleicht gibt's die Antwort im Sekretär. Du suchst weiter. Ich mache jetzt dieses Puzzle, da steht nämlich was drauf. In allen Winkeln des Raums stoßen wir auf Zahlen, Buchstaben und Bilder, die uns dem Ziel etwas näher bringen sollen. Doch über die Bedeutung der Hinweise sind wir uns nicht einig. Vielleicht stehen die Positionen jeweils noch für Buchstaben im Alphabet? Nee, eigentlich ja nicht, weil die 2 ist die 5, die 1 ist die 7. Ja. Das müssen schon Zahlen sein, also damit wir einen vierstelligen Zahlencode für eins dieser Schlösser hier kriegen. Wie genau die Rätsel gelöst werden, wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Zu zweit müssen wir uns echt ranhalten. Bis zu 6 Personen können gemeinsam spielen und sich gegenseitig helfen. Aus dem Nebenraum beobachten Rieke und ihr Bruder Felix per Webcam unsere Suche und können, falls wir mal nicht weiterkommen, eingreifen. Na, jetzt sind sie dann doch irgendwie auf der falschen Fährte. Vielleicht magst du vielleicht noch mal den einen Hinweis einspielen. Das sind 6 oder 9. Schon wieder Zahlen. Je nach Gruppengröße zahlt eine Person pro Stunde 21 bis 35 Euro. 2 verschiedene Spiele gibt es in Hamburg Roter Baum. Ab dem 1. September 2 weitere an Bord der Rigmer Rigmas. Erster Erfolg für uns, die Tatwaffe haben wir entdeckt. Aber allmählich wird die Zeit knapp. Rosis Zuhälter ist schließlich im Anmarsch. 8 Minuten noch, 9 Minuten noch. Der Zuhälter. Der Zuhälter steht vor der Tür. Hoffentlich ist der Code, den wir errechnet haben, auch der richtige. Da läuft hier was grün. In letzter Sekunde. Die Tatwaffe ist gefunden, Rosis Mörder überführt und wir sind endlich frei.